Heute sind wir in Mainz, Kofas Arena, Thomas Tuchel. Freut sich, ja, wir freuen uns auch. Hallo Herr Tuchel. Hallo, guten Tag Herr Hellmann. Hereinspaziert. Sehr gerne. Zum Bruchweg. Sehr gerne zum Bruchweg. Zum guten alten Bruchweg. Zum guten alten Bruchweg. Tag erstmal. Hallo. Hallo. Vermissen Sie den Bruchweg ein bisschen? Ja, aber wir sind ja jeden Tag da zum Training. Deshalb hält sich das noch in Grenzen und ist ertragbar. Aber wir vermissen ihn an jedem zweiten Wochenende sehr, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall besonders. Thomas Tuchel, Mainz ist Spitze, habe ich gelesen. 4 Eigentore. Ja. Donnerwetter. Wenigstens in der Kategorie. Gibt's doch gar nicht. Das ist nichts, auf was wir stolz sind. Aber passt ein bisschen zu dieser Saison, wie die verläuft bisher. Zur Entspannung habe ich gehört, aus gut unterrichteten Kreisen, Architektur. Interessieren Sie sich auch? Als Ablenkung? Ja. Ja, sehr. Sehr Architektur, Möbeldesign kann ich mich ablenken. Das ist ein Interessengebiet von mir und liebe ich auch drin, dann mich zu interessiere ich mich dafür und liebe ich auch drin, Bücher zu lesen, mich zu informieren. Ja. Ist alles durchgestylt zu Hause? Ich habe eine Tochter, ist nicht ganz ein Jahr und eine ist 2,5. Es ist das Gegenteil von durchgestylt, glaube ich, zu Hause. Also ich stehe auch auf gebrauchte Möbel, auf Klassiker, also darf ruhig, es muss alles benutzbar sein, ja, vor allem mit 2 kleinen Kindern, um Gottes Willen, also da darf auch mal was verschüttet werden auf dem Sofa und muss so sein und wir sind gut am Hinterherräumen. Würde der Spieler Tuchel den Trainer Tuchel ertragen? Ja, der Spieler würde ihn ertragen, ne? Der würde zwar sagen, Mensch Junge, der ist ganz schön anstrengend oder kann ganz schön anstrengend sein, aber gut, einfach gut. Nein, im Ernst, also er würde ihn ertragen, aber er würde ihm auch ab und zu nerven. Es wäre anstrengend auch für den Spieler Tuchel, aber soll es auch sein. Der Freund des Schiedsrichter, habe ich gelesen, Thomas Tuchel. Ich? Ja, mit Sicherheit. Sehen Sie es? Nachher entspannter, auch wenn die Situation vielleicht das ein oder andere Mal anders hätte eingeschätzt werden müssen? Das ist mir völlig bewusst, wenn wir hier darüber reden, dass das sehr schwierig ist. Ich möchte auch nicht tauschen. Ich möchte mir auch nicht anmaßen, dass ich das besser könnte. Es geht in einigen Dingen, die dann auch Probleme machen, glaube ich, zwischen Trainer und Schiedsrichter, auch um das Wie. Grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, wie schwierig der Job ist. Und trotzdem stecken wir halt total drin. Wir stecken im Spiel, wir stecken in den Entscheidungen. Wir suchen auch unseren Vorteil in unserem Handeln, auch ich. Das will ich doch gar nicht leugnen. Jetzt geht es ja am Wochenende gegen Freiburg. Ja. Mannschaft, die auch unten drin steht, haben jetzt gewonnen. Neuer Trainer, Christian Streich. Da gibt es auch eine Beziehung, ne? Ja, total. Christian ist ein eng befreundeter Kollege. Und dann tut der Sieg ja auch ein bisschen weh am Wochenende, der Mainzer. Der tut überhaupt nicht weh, wenn der zustande kommt. Also das können wir hervorragend trennen. Also wir brauchen ihn dringend. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass ihn nicht Freiburg auch dringend braucht. Aber wir brauchen ihn dringend, wir wollen ihn unbedingt. Und ich nehme ihn in jeder Form ohne einen Funken Reue. Also ich fand es sehr nett, Thomas Tuchel. Ich fand's auch. Dafür, dass ich gelesen habe, Sie seien Motzki, war super. Ja? Nein, um Gottes Willen. Fragen Sie mal die anderen Taxifahrer. Genau, achso, um Gottes Willen. Ja, gut, hier ist perfekt. Super, vielen Dank. Ich bitte. Alles Gute, mich. Wie geht's aus? 3-1 für uns. 3-1. Gut. Vielen Dank. Danke auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.